Ihr wollt wissen, was ich mit den Aluschalen vorhab? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Das ist mein Käffchen. So. Ich habe, wie versprochen, dann letztes Mal einmal hier das alles zugemacht. Habe die Kollegen hier komplett verdrahtet, angeschlossen, fertig gemacht. Also so richtig fertig gemacht habe ich den. Und die produzieren fleißig. Explosionsstachel. Die Explosionsstachel liegen hier auch schon so wunderschön rum. Habe ich gerade Platz? Ich habe Platz, das ist ja ideal. Das heißt, wir gehen nach unten, setzen uns das eine Teil hin, was wir nicht haben. Aber wir kommen relativ schnell an 20 Dinger ran. Wie heißen sie hier? Stahlrohre. Das ist ja nicht das Problem. Wir gehen einfach ganz fies hin. Die haben wir. Und dann können wir uns nämlich überlegen. Ja komm, in dem Fall stellen wir mal einfach hier oben drauf. Logistik. Falsch. Organisation. Nein, so einen schönen Container hier. Hopp. Das sollte passen. Und dann lassen wir den Spaß mal da reinlaufen. Die sind fleißig am Machen. Passt. Genauso wie die Kollegen hier. Fleißig KI-Begrenzer machen, die noch nicht abtransportiert werden, weil sie hier vorne nur ankommen. Aber die brauchen wir auch eh später. Und dort vorne haben wir die wunderbaren Betäubungsstacheln. Die haben wir hier hinten zusammengeführt. Nach da gebracht und da packt sie schon nach unten. Aber das machen wir jetzt einmal hier ganz einfach, pragmatisch. Ja, wir brauchen eine Lösung und keine Probleme. Also packen wir den Kollegen hier hin. Dort kommt Splitter hin. Splitter? Er snappt. Schön. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die mich erfreuen. So. Dann haben wir nämlich gleich von da oben was. Hier können wir uns so ein Ding nehmen, wenn wir so ein... den schnappen wir uns direkt. Und da oben, Quatsch, da hinten holen wir uns den anderen. Ja, das läuft hier schön weiter. Die Verdrahtung unten zeige ich euch besser nicht. Die ist, vorsichtig gesagt, abenteuerlich. So. Damit haben wir diese beiden Stachelsorten schon mal. Wir könnten mal den Eumel hier ausprobieren, der immer noch einen normalen Stachel drin hat. Das klingt auch irgendwie seltsam. Das nächste, was ich vor... So. Das wollte ich nochmal eben gucken, weil ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit meinen Zahlen. Okay, ich zeige euch das doch. Also... Hier kommt man nicht so richtig gut drüber, weil der geht einmal so quer nach da hinten, weil da brauchen wir den ganzen Spaß. Dort kommt ein Band mit Quarz an. Das obere. Und habe ich hier noch ein zweites? Ah, da habe ich das. Okay. Ja, richtig. Ich habe das ja alles so bescheiden hier hingekriegt, weil... ne? Da muss ich auch nochmal sehen, wie ich das... Ich bin da richtig frei. Also das habe ich wirklich blöd hier gemacht. Aber egal. Darum geht es ja gerade. So, hier vorne war irgendwo ein Loch. Ja, mal hier so ein bisschen was abgezwackt, um es da rüber zu bringen. Und das komplette Programm. Wo war das Loch? Dort. Ja. Da muss ich... nee, nicht so. So auch nicht. Hier rum, da dran vorbei, hier rüber, hier hinten entlang, dahin, da drunter. Das ist ja ein Labyrinth vom Feinsten. Wahnsinn. So, und dann wollen wir hier hoch. Ach ja, damit ich die überhaupt machen konnte, musste ich einmal ins Mamm gehen, weil hier versteckten die sich.
Die kennen wir noch nicht und die kennen wir noch nicht. Ein hier da eben die 1000 voll zu kriegen ist kein Problem. Wir müssen uns aber auch noch um den Turbotreibstoff in Kanistern kümmern. Praktischerweise machen wir ja dort Kanister, die wir im Moment bekauen, aber wir müssen nochmal irgendwie den Turbotreibstoff hinkriegen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich nochmal eine Raffinerie da oben drauf machen und dann schauen wir mal weiter. Jetzt wollen wir aber erstmal irgendwo hatte ich hier doch. Hallo, genau. Da ist ein Felsen. Das bringt zwar nichts, wenn ich das so mache, aber wir können ja näher ranfliegen. Und jetzt? Oh, wie war das jetzt? Ich muss nehmen. Er ist falsch. Ja, den wollte ich nicht. Okay. Ich habe drei Sorten von dieser Munition. Wie ändere ich sie? Mit R nicht, mit E nicht, mit T nicht. Ja, doch, mit R. Okay. Betäubungsstachel, der macht hier irgendwo Britzel, würde ich behaupten. Britzel. Der britzelt eine Runde. Okay. Und da. Oh, das ist ja cool. Hier, der Ding zeigt mir sogar an, was ich habe. Bam, weg. Das ist wirklich cool. Da fallen wir runter. Und bam, weg. Okay, da liegt eine rote Schnecke rum. Und da oben drauf liegt eine rote Schnecke rum. Beide sind umgeben von radioaktiver Strahlung und ich habe die Joddinger nicht dabei, ne? Yep. Ja, gut, die könnte ich mir wiederholen, wenn ich wüsste, wo ich sie hin. Da lässt sich rausfinden, das ist jetzt nicht das Problem. Aber brauche ich ja gerade eh nicht. Was wir machen können. Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder fangen wir an und machen hier unten 75 Assembler hin. Oder wir kümmern uns einmal darum, dass wir die dass wir den Turbotreibstoff hier gemacht kriegen. Wir können ja jetzt nochmal gucken. Turbotreibstoff. Wir brauchen ja ne, den verpackten. Das ist klar, da müssen wir einfach Turbotreibstoff reinpacken. Aber hier, dann haben wir den da. Turbotreibstoff haben wir als Rezepte. Die verdichtete Kohle, brauchen wir Schwefel, doof. Das Zeug, Schwefel, doof. Verdichtete Kohle. Es ist, ich komme an Schwefel nicht vorbei. Und mein Problem ist gerade Schwefel. Weil Schwefel ist das, was ich im Moment am wenigsten habe. Also Schwefel und Caterium. Die beiden sind ein Problem. Muss ich mir überlegen, wie kriegen wir das hin? Das Rezept ist natürlich schön, weil ich kann es einfach im... ne, könnte alles schön hinten reinpacken. Aber eigentlich wäre mir lieber, wenn ich was mache wie das hier. Das Rezept ist ganz gut. Das Zeug mache ich da vorne. Ich könnte natürlich ein bisschen was abzwacken. Wie viel habe ich denn eingeplant? Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich gucke mal in meine schlaue Liste. Also ein Manufacturer, der braucht 125 Rifle Ammo, das ist okay. Damit komme ich hin. 15 pro Minute. Dieses Rezept macht 20 pro Minute. Achso, das ist die Umfüllanlage. Dafür brauche ich Ich brauche 20 pro Minute. Der macht 18,75 pro Minute. Das ist doof. Der macht 30 pro Minute. Der hier unten wäre wirklich gut. Der wäre wirklich, wirklich gut. Jetzt ist das Rezept für die verdichtete Kohle exakt das, was ich auch mache für den... wie heißt das? Für meinen anderen Kram da. Ich komme gleich drauf.
dauert noch einen Moment. Schwarzpulver, meine Fresse. Das war schwer. Wenn ich hier drauf gehe, Codex öffnen, ausklappen. 25, 25. Kann ich mir das da abknapsen? Also, ich produziere. Wie sieht es denn bei meiner Produktion aus? Vom Schwarzpulver her. Schwarzpulver mache ich 600. Und ich benutze. Bei allem, was ich hier so durchkalkuliert habe, benutze ich. Nur 400? Weil alles, wofür ich das Schwarzpulver brauche, sind Nobelisten. Das heißt, ich könnte locker zwei abschalten und kann die benutzen. Ease. Also. Pass auf, Leute. Das machen wir jetzt da oben drauf. Müssen wir ein bisschen rumbasteln. Ich habe ja zweimal 600, die ich da mache, weil einmal 600 gehen in die andere Fabrik für das Smokeless Powder. Genau. Da kommen ja auch wo waren das 1200, die rauskommen. Ich könnte auch überlegen, ob ich dann nochmal eine Raffinerie so hinsetze für Gedönse, dass ich dann da wegballer und ja, noch mal ein bisschen hier Öl extra. Oder die Leitung auf 600 erweitern. Ja, die Leitung auf 600 erweitern, das Zeug hochpumpen und oben drauf setzen. Der Kasten ist sowieso hier der unspektakulärste. Da müssen wir noch dran. Nein, nicht da. Dort müssen wir noch dran arbeiten, dass er schön wird irgendwie. Oder dass er eine interessante Form kriegt. Aber wenigstens haben wir ja schon mal hier unseren Tunnel dadurch. So. Aber wenn ich schon mal auf dem Weg bin, kann ich hier auch mal eben durch Bahnhöfe, Kisten und sonst irgendwas gehen, um nach meinen Jodfiltern zu gucken. Dann kann ich mir vielleicht auch die Schnecken trotzdem snacken. Ich könnte auch hingehen, einfach mal Schnecken und Energiedinger mal da rausnehmen. Ich bin jetzt hier irgendwo reingepackt. Mal. Da sind welche, da sind welche. Und da sind die Jodfilter. Das ist doch schon mal gut. Haben wir das? Dafür schmeißen wir das und das da rein. Hier sortieren, da sortieren. Das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Und dann können wir uns gleich angucken, ob wir hier noch irgendwo Energiedingsbumsisse. Da ist einer. Ein Fehler dazu zu bauen, wie ich das gebaut habe, aber hey, Fehler werden gemacht. Und Wunder geschehen. Okay, das ist manchmal etwas irritierend. Ich habe hier links neben mir noch so einen Bildschirm, der ist halt von der Arbeit für die Arbeit. Und der ist im Standby-Modus und der geht halt ab und zu einfach mal an. Nicht, dass ich sagen würde, weil der kriegt gerade einen Impuls oder so. Der Laptop dazu ist aus. Ups. Nee, der ist einfach, der hat halt gerade Bock. Warum auch immer. Aber wenn er will, soll er machen. Da sind 100 Stück davon. Holy crap. Habe ich gar nicht mehr gedacht. Das ist das Zeug, das ist mir alles egal. Wonach gucke ich denn noch? Eigentlich nach nichts, ne? Da haben wir noch welche. Aber das hat alle mal so, ne? Da habe ich die nämlich schön weg und dann ist gut. Dann können wir uns nämlich überlegen, das war wenigstens das Rezept auch schon mal freischalten, wenn wir eh schon mit bei sind. So. Das heißt, ich habe gesagt, ich kann da vorne zwei abschalten. Noch besser oder interessanter wäre die Frage, kriege ich es hin, wenn ich direkt hier die ersten beiden nehme? Weil ich habe links... Okay, ich sollte nicht diese beiden, nicht den und den nehmen, aber ich könnte zum Beispiel die nehmen, weil die hier gehen direkt darüber und davon brauche ich nicht so viel.
Das heißt, wenn ich auf der Seite reinfliege, mein Kriterium ist halt ein echtes Problem bei dem Ganzen. So, wenn ich dich hier umstelle, einfach, dann muss ich euch aber vorne abklemmen, dass wir hier reinkommen. Stimmt ja, das war ein bisschen beengt. Wenn ich dich hier abklemme von dem Ganzen, dann hätte sogar mein Loch da oben einen Sinn. Blöder Satz. Warte mal. Wir nehmen den hier. Wir gehen hin und sagen, wir ändern einmal das Rezept auf verdichtete Kohle. Ernst? So, okay. Ändern dein Rezept auf verdichtete Kohle. Warum habe ich jetzt hier Kunststoff? Habe ich den denn geholt? Egal. Alles egal. Die Dinger auch einfach mal wegbasteln, dann habe ich das auch. So, du machst mir verdichtete Kohle. Jetzt packen wir. Wie machen wir das am besten? Das ist einmal mittig. Das heißt, wir gehen hier rüber. Wie viel machst du jetzt pro Minute? Wir haben gesagt Turbotreibstoff. Dafür brauchen wir. Ich habe gesagt, ich brauche davon. Wo war das? Gewehrmunition. Ach, Turbomunition habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich würde dafür brauchen. Turbomunition. Turbomunition, genau. Dafür muss ich auch die Aluminium-Casings noch reinbringen. Das ist aber nicht das Problem. Ich brauche 15. 15 Turbotreibstoff. Hier mache ich 20 und brauche 20. Ja, das heißt, ich könnte mit 30 arbeiten oder hier mit 45. 45 finde ich doof, weil da brauche ich die verschiedenen Produkte. Besser wäre das hier. 37,5 und 30 davon. Ich mache 25. Das kann ich mir natürlich überlegen. Will ich das wirklich so kompliziert machen oder gehe ich einfach bei dem hier hin? Baller einen da rein und sage, was habe ich gesagt? 30 brauche ich. Ballert hier auf 30. Easy fix. Haut der 30 raus. Und ich lasse den LKW vorbeifahren. Genau. Ich glaube, das ist. Das reicht doch. Es soll ja nicht kompliziert groß werden. Das soll ja einfach nur. Einen tiefer. Nee, nicht raus. So. Das wäre ja schon mal ganz gut. Dann habe ich da die verdichtete Kohle. Da drüben muss ich nur eine Raffinerie hinsetzen. Ja, hier ist jetzt nur das Blöde. Ich muss das alles wieder. Wie kriege ich das darüber? Da entlang. Setze ich das damit rein und lasse es dann in die Raffinerie laufen, in dem Bereich. Müsste ich mir hiervon was abzwacken. Davon, das ist aber genau berechnet. Das heißt, ich bräuchte eher noch mal ein bisschen was, wo Öl rauskommt. Ist halt schade, dass es kein Alternativrezept gibt mit dem Petrolkoks, weil den verballere ich da oben gerade für dumme Nüsse. Eieieiei. Oder was habe ich damit gemacht? Wenn ich hier unten reingehe, das darüber laufen lasse, das wäre, glaube ich, ganz gut, oder? Ja. Wir machen jetzt hier Folgendes. Wir setzen uns da eine Wand hin und packen an diese Wand eine Wandhalter. Und direkt hier vorne hin. Ja, machen wir hier unten. Genau. Vorne unten. Du kommst von da und gehst bitte. Macht das so Sinn? Oder sag ich lieber, dann möchte ich so haben, du sollst reingehen. Bap, bap, bap. Höhe sieht gut aus, glaube ich. Höhe sieht sehr gut oder fast sehr gut. Ich hätte doch einen höher gehen sollen. Egal. Von da, dann setzen wir nämlich dort
Der Dreierteil hin. Wir müssen dann noch gucken, dass wir... Reicht das denn bis da? Förderband ist zu lang. Förderband ist zu lang. Okay. Das heißt, wir nehmen uns noch so eine Wand. Setzen die einmal da so hin. Packen dort wieder einen dran. Ziehen dich von dort darüber. Lassen dich wie wild da durchklippen. Und ziehen dich dann von da klippenderweise da rein. Machen das hier auf. So, dann haben wir nämlich da das Zeug liegen, können das hier rüberbringen. Jetzt müssen wir nur gucken, an welcher Stelle wir das hochbringen. Das heißt, ich fliege einmal hier entlang. So, wir kommen hier hinten aus. Wir könnten das... Wie haben wir das alles hier gemacht? Du machst... Warum machst du eigentlich zu wenig? Da ist der Eingang. Oh, das ist der Eingang. Und ich habe... Ich habe das berücksichtigt. Ich habe da schon direkt dran gedacht. Was ist denn hier los? Warum funktioniert das auf einmal? Meine Gedanken. Das ist doch... Das heißt, ich nehme diese hier. Und du... Kommst einfach ein anderes Rezept. Ja, wirst du kurz ausgemacht. Du wirst geändert auf... Dieses Turbotreibstoffrezept. Das heißt, dir fehlt verdichtete Kohle. Die kommt gleich. Easy. Wir brauchen aber nicht 15, wir brauchen die vollen 30 pro Minute. Ja, lass mal volllaufen, genau. 18,75. Wie viel brauchtest du? Du kriegst 40. Okay. Ich habe 3 gemacht, weil das die Reste sind. Wenn ich die 3 ausmache. Erstmal würde ich gerne den hier so lange abmachen. Weil der macht ja eigentlich gar nichts, weil ich kriege das Zeug ja hier raus. Das müssen wir dann nur nach oben rum. Jo. Ja, die Folge heute ist wir, ich weiß. Aber sie ist dafür anders, wir, als sonst. Der muss hier hoch. Moment, wenn ich da reingehe. Ich möchte den gerne... Erst gucke ich unten, wie das da sich verhält. Ups. So verhält sich das. Es ist wirklich besser, die obere Wand wegzumachen. Das heißt, wir nehmen diese Wand, packen die dorthin. Fertig. Erster Fluss. Dann kommt der Spaß hier raus. Wir sagen da oben. Wir hätten gerne... Nein, das ist falsch. Wir nehmen das. Logistik. Ich hab's wirklich gut gemeint. Ich wollte das wirklich in schön haben. Ah, nö. Oh, was halt so. Du gehst dahin. Genau. Dann hatten wir uns ziemlich genau. Also, das wäre hier. Genau, hier unten. Dort an diese Stelle. Packen wir uns den. Sagen diesem hier, du kommst bitte hier auf die Seite. Und du gehst nicht so, sondern so. Und dann kommst du auf die Höhe. Dort gehst du bitte so rüber. Fertig. Arschlecken. So. Das haben wir. Da kommt Wand dran. Hier geht's runter. Wir setzen uns. Hallo. Danke. Den Kollegen hier in die Mitte. Und diesen Kollegen in die Mitte. Und mal hier kommt das an. 1, 2. Bam. Von da bitte da hoch geht. Okay. Also 1, 2.
3. Von da bitte. Hier. Von da gehst du bitte hier hin. Geht doch. Wo ist denn das Problem hier? Ja klar, ist das Förderband bis da hinten zu lang. Das weiß ich auch. Nase. So. Das läuft. Das Zeug kommt rein. Das Zeug geht da hoch. Easy. Den Kollegen da dran. Darüber. Ja, ich habe da hinten kein Loch hingemacht. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Das jetzt nachträglich da einbauen, ist halt schwierig. Wo bin ich denn jetzt? Viel zu weit. So, hier hoch. Hallo? Okay, mach mal bum bum bum. So, das geht da rein. Das scheint zu funktionieren. Ich lasse das hier so. Das ist mir jetzt... Ja, geht komisch, aber nicht los. Doch, hier komme ich raus. Perfekt! Wunderbar. Das heißt, ich habe hier Turbotreibstoff. Ich habe oben... Halt mal weg hier. Ah, so. Ich habe da oben... Und der hoch. Ich muss den jetzt irgendwie gucken. Wie setzen wir ihn? Möglichst nicht hier. Wo brauche ich ihn? Exakt hier. Was? Auf dem Punkt. Also so ein Stück. Okay, das wäre exakt an der Kante, an der Kante. Vielleicht ein bisschen rein. Auf diesem. Das käme also. Echt, jetzt habe ich so ein Glück. Pass auf. Zieh das vorsichtshalber. Ein weiter hin. Ja, mach das ein bisschen. Und auf dem gleichen Teil. Das sieht irgendwie von der. Sieht aus, als wäre ich da. Okay, da ist ein halber Versatz. Den habe ich gar nicht bedacht. Passt auch. Macht nichts. Das pickt das Ohr. Nehmen wir dieses. Und packen es direkt da dran. Das passt schon. Das ist halb so weit. Wild. Damit kann ich arbeiten. Du kommst aber nicht das ganze Stück hoch. Das kannst du mir nicht erzählen. Deswegen kommt eine Pumpe. Einfach einmal hier dran. Da machen wir auch nur eine kleine. Die sollte reichen. Und die pumpt die ganze Grütze nach oben. Da packen wir jetzt Strom dran. Sofern wir hier irgendwo einen freien... Haben wir nicht. Dann packen wir aber einfach den da drauf. Zack. Bam, bam. Zeug oben. Wir hätten gerne das Rohr in Rot gemacht, weil da fließt rotes Zeug durch. Wir hätten die Pumpe und dieses Rohr gerne in Rot und den Anschluss auch in Rot. Da haben wir rotes Zeug drin. Du kommst. Wie sieht das aus? Du hast Förderhöhe. Sollte 20 Meter nach mir sein. Ich hoffe, die reichen. Jetzt können wir nämlich hingehen und hier oben eine Umfüllanlage hinstellen. Wenn ich die denn finde. Produktion, Umfüllanlage. Dafür fehlt mir Gummi. Gummi habe ich da drüben in einer der Container. Da bin ich aber auch nicht weit weg. Das ist doch schön. Jetzt wäre die Frage, schnappe ich mir hier einfach ein bisschen von der, also die 125 weg von den Stacheln? Um das direkt hier oben drauf zu machen. Wobei, eigentlich hätte ich das ja lieber dahin. Ich glaube, das machen wir auch. Ich muss nochmal gucken, wie viele Stachel da hinten anlaufen. Wenn ich genug über habe, kann ich das quasi über, also da oben drauf machen, so in dieser Ecke. Dann hätte ich damit auch schon nochmal eine neue Ebene und so. Das
vielleicht wird das am Ende mal interessant aussehen. Also da bin ich wahnsinnig gespannt. Wir brauchen Gummi. Gummi, 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 Gummi. Hier ist alles nur kein Gummi. Da fällt mir gerade ein, was ich definitiv noch brauche und was ich mir mitnehme, sind die Kollegen hier, weil das muss ich jetzt zum Freischalten haben. Das heißt, wir suchen nach Gummi und wir suchen nach den Aluminium-Casings. Okay. Und dann gucken wir auch gleich nochmal eben in den Spaß rein zum Freischalten. Hier immer noch kein Gummi. Irgendwo hatte ich hier Gummi. Bin ich mir ziemlich sicher. Da kein Gummi. Da kein Gummi. Leer. Da ist auch definitiv kein Gummi und keine Dingens. Da sind die nochmal. Ob sich das lohnen würde. Hier, ups. Einmal ins Mamm für den Spaß. Wir brauchen 100 Stück. Boah, das wird sehr eng. Wetten wir, wir dürfen wegen dem Quatsch nachher nochmal rüberfahren. Und hier. Ich habe das Gefühl, ich darf vielleicht wegen Gummi darüber fahren. War das hier in dem allerersten drin? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe Gummi. Verdammt. 80. Mir fehlen fucking 20. Ich muss jetzt wegen... Das gibt es nicht, ich muss wegen 20 darüber. Okay, pass mal auf, damit ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Mach mal, das war das Falsche. Das war auch das Falsche. Den wollte ich haben. Machen wir mal eben den fertig. Und den fertig. So. Ich hätte jetzt mitfahren können. Ja, okay. Wie auch immer. Also, rauf hier. Wir füllen jetzt erstmal ab. Wollen wir die auch nicht mehr schreddern. Das heißt, wir haben hier die Umfüllanlage. Die ballert. Die stellen wir dorthin. Dann bekommt die. Oh, wie viele Kanister brauche ich da? Erstmal machen wir den Verpackten. Wir brauchen dafür 20 leere Kanister pro Minute. Du machst 60 pro Minute. Wir können uns gerne darauf einigen, dass dieser Förderbandsgitter hier dorthin geht und da reinballert, was geht. Du brauchst noch Strom. Strom hatten wir auch irgendwo. Das ist der falsche Mast. Da machen wir einen größeren hin. Fertig. Zack, den dort. Und du brauchst ein Rohr. Direkt hier rüber. So. Die laufen hier auch wirklich so 100% effizient, ne? Also läuft easy. Dich hätte ich gerne in Rot. So. Aber hier kommt kein Treibstoff rein. War die Pumpe doch zu schwach. Moment. Da kommt gar nichts in dieses Rohr rein. Nein. Der kommt immer noch nicht in dieses Rohr rein. Du gehe dahin. Du läufst. So will ich das. Da rein, da rein.
schon hier voll mit Kanistern, das ist okay. Dann gehen halt alle durch. Easy. Du machst. Super. Ja, das war erstmal 50. Das heißt, das Übliche, damit wir jetzt erstmal hier zurechtkommen, kommt dort Logistik da. Ich hab's doch auf der 3 liegen. Bitte einmal da rein. Ja, die 10. Du hast 20 pro Minute. Du kommst. Hoffentlich 20 pro Minute rein. Ansonsten fütter ich unten zu. Ich kann ja den anderen noch umlegen und dann ist gut. Da kommt ja jetzt sowieso mehr an, als ich brauche. Ich könnte den hochsetzen. Muss ich aber nicht. Machen wir eben. Du machst. Wie viel machst du pro Minute, habe ich gesagt? Du machst 30 pro Minute. Da kommt aber zu wenig Reste hier rein. Ja, Rudis Reste-Rampe wird jetzt einmal ein bisschen umgeleitet. Dann müsste ja hier mehr ankommen, wenn die anderen beiden aus sind. Das darf nicht passieren, der darf nicht hier stoppen. Der Kollege ist auch am Ende der Leitung. Du ballerst da rein, das ist mir egal. Wir gucken jetzt, dass das hier reinballert. Oh, mehr. Komm, mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr haben. Wir brauchen die 30 pro Minute voll. Aber dann stoppt das auch irgendwann. Es ist halt blöd, dass wir keine Möglichkeit haben, so diesen Überfluss zu regeln bei den Flüssigkeiten. Aber jetzt kommt hier. Richtig, so soll das aussehen. Ja, du machst 37,5. Du hättest was weggeballert? 40 hättest du weggeballert. So viel habe ich gar nicht, was hier. Müsste eigentlich klappen. Wir halten das alles noch so ein bisschen im Blick. Alles gut. Auf jeden Fall haust du jetzt hoch hier. Passt. Dann können wir dich hier erstmal weiterlaufen lassen wieder. Sehr schön. Weil da geht hier direkt wieder runter. Komm, du schaffst die 50 da oben. Ich vertraue dir. Also einen aus sollte reichen. Das heißt, das hier läuft besser. Du kriegst kontinuierlich dein Zeug. Ich meine, du arbeitest auch kontinuierlich, das ist alles super. Der macht 20 pro Minute, geht also langsam voll. Da habe ich meine. Ich habe gesagt, ich brauche 50, ne? Und der Zug gerade, ist der Zug gerade da? Nein, der Zug ist gerade nicht da. Ist der Zug gerade abgehauen? Wo ist der Zug? Der Zug. Das ist mein Kaboom. Okay, Kaboom ist hier auf dem Weg. Der kommt gerade zurück. Sehr gut. Dann können wir rüberfahren, die 20 holen. Aber vorher, dafür stelle ich mir aber eben Mam hier oben hin, sonst ist das hin und her und zu verpassen. Jetzt stelle ich mir auch nicht genügend Freiraum. Nicht genügend Freiraum kann ich mitarbeiten. Du sagst, wie viel brauchst du? 50. Easy. Munition dürfte ich sogar noch da drüben haben. Ist Kaboom jetzt gerade erst da hinten an. Wo ist Kaboom? Damit ich müsste bei den Kisten noch wegmachen. Ja, Kaboom ist gerade erst da hinten angekommen. Super. Okay. Den verpasse ich auf jeden Fall schon mal nicht. Dich kann man wieder. Ach, habe ich schon. Sehr schön. Okay, wir warten jetzt auf den Zug. Fahren mit dem rüber. Und teilen ihm mit, dass er aufhören soll, den einen Kram zu holen. Und lieber dort andere bringen. Dann müssen wir den irgendwie dazu bringen,
das in die Richtung wegzuleiten. Oh, wir können auch einfach in den letzten immer den Überschuss von den Dingen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir so. Also, wir leiten einfach den Überschuss von den Aluminium-Casings, der ja im Moment immer noch geschreddert wird, den leiten wir sofort wieder in den anderen Zug, dass er hier rüberkommt. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Wir müssen uns auch noch was überlegen für die KI-Dinger. Nee, nicht KI. KI habe ich. Wie heißen die nochmal? Irgendwelche Leiterplatinen. Hier. Highspeed, ne? Genau, Highspeed-Anschlüsse. Warum sollte ich dieses Rezept nehmen? Macht 3 pro Minute. Das macht 3,75. Die haben wir da hinten, die können wir auch in den Zug leiten und hier rüberbringen. Wir werden, glaube ich, Computer im Moment mitgebacken. Genau, ich backe damit Computer. Ist wunderbar. So, Zug, wo bleibst du? Kaboom. Ja, das ist Train, ne? Das ist Kaboom. Zeit hätten wir den auch entgegenfliegen können. Andererseits. Jetzt läuft eigentlich mein Beton nicht, aber nicht genug. Okay. Jetzt ehrlich gesagt, mache ich da oben schon mal ein bisschen weiter. Da kommt er. Einmal rein. Gucken wir uns das Ganze an. Dann leiten wir hier in den hintersten. Oh, in den hintersten ist nicht gut. In den vorletzten und dann machen wir da. Oder in den hintersten und wir müssen den einmal leer machen, den Bahnhof. Irgendwie sowas. Schauen wir mal. Das wird von der Anzahl Teile her. Sag ich, komme auf 15. Alles andere wäre mir egal. Das kriegen wir schon hin. So, genau. Geh du mal sauber da rein. Schüttel das mal weg. Dann leite ich das in den, genau, in den vorletzten und letzten rein. Dann sollte das eigentlich nicht so ein Ding sein. Dann kann ich nämlich in der Zeit nochmal den einen umbasteln. Richtig, das machen wir. Das heißt, unser Ziel ist jetzt einmal den Spaß freischalten für die Turbomunition. Hochgeschwindigkeits- oder die Rifle, wie heißen die eigentlich? Also, ne, für Ratatatatatatatam. Da brauchen wir halt die Highspeed-Anschlüsse, die müssen wir auch irgendwie mit reinkriegen. Das können wir aber nachher machen. Gehen jetzt hier Stück für Stück vor. Im Moment, ich brauche das Zeug ja eigentlich jetzt nicht mehr. Ich könnte eigentlich die auch komplett abklemmen jetzt wieder. Weil wofür brauche ich so viel, also noch so viel von dem. Komm, Krams, wie heißt du noch? Und wieder einer rum. Von dem normalen Aluminium. Da brauche ich nicht mehr so viel von. Aber Highspeed nochmal separat, genau. Spawn schon gar nicht mehr. Dann halten wir den auch an. Läuft da zwar gerade ein bisschen mehr rein, aber das ist mir egal. So, Autopilot ausschalten. Wenn wir stehen. Ja, du stehst gleich, du stehst gleich, du stehst gleich. Hier, 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 hier. Einmal raus, dann wollen wir. Wie machen wir das? Wir haben den Spaß da vorne.
Eigentlich können wir uns doch überlegen. Also es geht um das Zeug und also mal hier kommt das an. Das würde geschreddert werden. Tut es aber nicht, weil da hinten nichts mehr reinkommt. Hier würde auch geschreddert werden. Wenn ich den hier einfach abmache, dann haben wir das schon mal. Okay, können wir auch so machen. Jetzt könnten wir das hier wegzweigen. Wie haben wir hier den Spaß gemacht? Es geht nur aus dem raus und es würde in den reingehen. Okay. Da ich die hier ja nicht benutze, könnte ich erstmal. Da geht es. Warte mal. Nimm mal Folgendes. Wir nehmen den hier. Ja, das ist ein Eingang. Easy. Wir nehmen den da. Das ist ein Ausgang. Und legen den einmal hier quer drüber. Auf der Höhe. Sieht da ein bisschen bescheuert aus, ist mir egal. Gleichzeitig kommt von hier der Kollege einmal hier vorne rein. Aber nur auf den oberen. So, dann kann das hier hinten mal langsam leer laufen. Du gehst rüber. Und zwar gehst du rüber an die Stelle. Und nein, nein. Pack ich dich hier nochmal irgendwie in den Container dazwischen? Das Sinn machen? Wenn ich hier hingehe. Moment. Container hin. Ist zu eng. Ja, komm. Einmal dazwischen füllen. Einfach. Hier ist der Eingang. Nehmen wir den oberen. Und sagen, wir hätten dich gerne auf dieser Höhe. Dann gehst du nämlich von da da rein. Von da. Förderband hat eine ungültige Form. Nimmst du halt von da? Okay. Ist die ungültig ist, das kann ich mir vorstellen. Okay. So, du machst das da alles rein. Habe ich hier angeklickt? Okay, das ist beliebig, beliebig, beliebig. Nur der Überschuss geht nach hinten. Perfekt. Wenn das stockt, geht das dahin. Du ballerst erstmal easy. Im Zweifel werden die drei Container da geleert. Sechs Container da geleert. Alles, was hier ankommt, geht hier rein. Das heißt, der müsste gerade... Jo. Und das geht darüber. Und wenn die leer sind, dann sind die halt leer. Da haben wir eine Durchflussrate von einem Gegenstand pro Minute. Easy. Mein Gott, dann kommt hier vielleicht mal einer rein, der geht direkt durch. Hier die Kollegen, ja die... Guck mal, du bist schon weg, so schnell geht das. Aber im Richtigen, ne? Läuft jetzt alles hier schön. Oh, ich geh durch. Und ich würde wahrscheinlich noch hier oben die wegziehen, ne? Die oberen auch. Aber die... Oh, da geht das ja hinten auch noch rum. Also im Zweifel ziehe ich alles leer. Im Zweifel ziehe ich alles leer. Alles leer ist nicht gut. Na, das heißt, wenn ich mir das angucke, wie das da läuft. Das passt schon. So. Wir nehmen einmal mit, jo, das ist schon mal eine gute Ausbeute hier. Achso. Alles der müsste ich das nehmen. Ich muss das wieder hochschieben. Aber das könnte ich regeln, indem ich da einfach ein anderes Band draufsetze. Es würde also nicht so viel hochgehen.
Da möchte ich aber auch einen maximalen Durchfluss von 60. 180, immer auf, immer 120, dann gehen 60 nach unten weg. Easy. Was machen wir da? Passt. Dann läuft das da unten nicht so schnell. Jetzt nehmen wir uns den Zugfahren zurück. Mal den Spaß da fett. Zack. Einmal Autopilot anschalten. Du machst einmal andocken, genau. Holst da hinten raus, holst du vorne raus. Passt. Ist auch super. Das wird eine relativ mickrige Produktion, weil ich mache dann für die Turbogeschosse. Turbogeschosse waren die nicht und egal. Ja, das funktioniert nicht. Da setze ich dann einen Manufaktor hin. Aber der ballert trotzdem 250 Schuss raus. Pro Minute. Das ist doch nett, oder? Ja, das eingerichtet. Wir müssen dann irgendwie das Zeug darüber kriegen. Passt schon. Wir können ja... Komm ich nicht dran, oder? Nee, ich bin da gerade nicht dran. Aber wir können ja gleich mal eben konsolidieren, was wir schon alles haben und was wir noch brauchen. Also die Explosives haben wir fertig, die Stun haben wir fertig. Shatter fehlt uns noch. Shatter? Genau, Shatter fehlt uns noch. Ein bisschen Käse. Rifle Ammo, die normale, haben wir. Cluster haben wir. Nobelisten haben wir. Puls haben wir noch nicht. Wir kümmern uns gerade um Turbo. Das steht gar nicht mehr auf unserer Liste. Die könnten wir mal erweitern. Aber dafür passen ja auch die Manufaktoren und so nicht. Müsste ich eigentlich den einen noch draufzählen, weil der eine, den ich da habe, war für, ich glaube, für die Nukes, genau. So, das heißt, da müsste einer mehr dazu. Das ist strange. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich vernünftig das Zeug darüber kriegen soll. Oder ob ich die Munition einfach da mache, aber andererseits, also hier oben drauf jetzt noch so ein Teil, wird ja passen. Ich habe das Zeug da anliegen, was ich brauche. Das sind aber Sachen, die rechne ich nochmal aus, die bastel ich nochmal nach und dann werden wir sehen, wie das läuft. So, und hopp, einmal raus, bitte. Nein. So, hallo, bitte nicht weitersteigen, recht mir. So, wir wollen dorthin. Und ich habe genug mit. Das heißt, wir gehen auf diese Ebene dorthin. Uns fehlt Munition. Das war ja klar. Irgendwas ist immer. Und irgendwo hatte ich hier auch noch Munition. Ja, das müsst ihr jetzt leider noch ertragen. So, da haben wir noch ein bisschen. Irgendwas kann ich mal eben beiseite tun. Und wie gesagt, habe ich noch ein bisschen. Geht nur auf 500. Nee, das klingt nichts, wenn ich das jetzt da reinschmeiße, dann ist das weg. Was kann ich denn hier wegschmeißen? Die werden gut nachproduziert. So. Ja, irgendwo habe ich doch hier bestimmt noch Munition drin liegen gehabt, damit ich hier auf die 1000 komme und ich noch, noch mal darüber muss. Natürlich nicht, ne? Wunderbar. Ups, das funktioniert ja wieder super. Ich muss echt nochmal darüber fliegen. Ich wollte sie doch eigentlich fast kürzer halten, die Folge. Ja, ich habe hier ein absolut beschissenes Lagersystem. Ich gebe es ja zu. Ihr habt doch gesagt, ich hab hier noch was. Was regt ihr euch denn so auf? Aber nein, nicht da drauf. Da drauf. Danke. So. Da. Da. Und gib ihm.
Bitte wählen Sie einen neuen Knoten. Ding dong. So, das ist das Letzte, was wir noch erforschen müssen. Dann haben wir alles. Das heißt, wir haben hier auch die... Was hängt hier? Da ist das Gewehr. Da ist das. Da ist der Spaß. Und hier unten ist Inventarkapazität. Turbotreibstoff, den Spaß, das und... Was war denn der Spaß mit dem... Nee, Elektroschnecken nicht. Nährstoffe. Katerium. Er landet beim Katerium. Ja, Zielsuchgewehrmunition, die meinte ich vorhin. Mann, 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 haben wir ja doch auch. Zielsuch. Muss man auch mal da lachen. Zielsuchgewehrmunition. Was 20 davon und einem davon macht er das. Ich brauche dafür pro Minute. 50, das ist kein Problem. Und 2,5. Auch das kriegen wir hin. Auch das kriegen wir hin. Da werde ich ihn auch nicht so extrem viel von machen. Passt schon. Aber ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.